Hallo und schönen guten Tag, herzlich willkommen zu meinem 470. Mathe-Video. Heute möchte ich in diesem Video ein einfaches Anwendungsbeispiel oder eine einfache Anwendungsaufgabe zur Integralrechnung stellen. So viele Integralsachen habe ich ja noch nicht gemacht. Und zwar, es geht um eine Werkshalle, die hier unten ein quadratisches Tor hat und aufgesetzt so einen Halbkreis. Das ist erstmal kein Halbkreis, sondern eine parabelförmige Linie. Das soll eine Parabel sein. Die oben abgebildete Werkshalle wird mit einer Belüftungsanlage betrieben. Die Belüftungsanlage pumpt 60 Kubikmeter Luft pro Minute in die Halle oder pumpt raus. Auf jeden Fall liegt die Leistung bei 60 Kubikmeter pro Minute. Wann ist die Luft einmal komplett ausgetauscht? Ja, dieses Austauschen der Luft muss man sich einmal überlegen. Da geht es offenbar um das Volumen dieser Halle. Dann schauen wir uns das mal an. Das Volumen dieser Halle besteht also, weil es hier parallel hochlaufende Wände gibt, aus der Volumenformel: Volumen ist gleich Grundfläche mal Höhe, wobei wir das Ganze hier als Grundfläche betrachten und die 50 Meter als Höhe. Da kriege ich also das Volumen heraus. Im Endeffekt geht es also darum, warum taucht die Aufgabe jetzt bei der Integralrechnung auf? Es geht natürlich darum, bezüglich dieser Parabellinie hier, die entsprechende Fläche unterhalb der Parabel auszurechnen. Ja, ich habe das hier unten einmal aufgeschrieben, beziehungsweise aufgemalt. Man muss das Dach schön, die Frage ist erstmal, wenn so nichts vorgegeben ist, wo lege ich das Koordinatensystem hin? Da nimmt man dann normalerweise die Linien, gebe ich so als Tipp, die in der Planfigur angegeben sind. Also man fängt jetzt zum Beispiel nicht an, hier und hier das Koordinatensystem und hier den Nullpunkt hinzulegen, sondern wenn es um diese Fläche geht, bietet sich natürlich an, dass man das hier einmal als X-Achse wählt. Und dann hier oben natürlich als Y-Achse. Die Y-Achse, dann habe ich das Ganze schön symmetrisch, weil das auch 10 Meter hoch ist und das hier ist auch 20 Meter breit. Dann kenne ich also hier oben den Schnittpunkt, hier unten den Schnittpunkt. Und dann muss ich einen entsprechenden Parabelansatz machen. Jetzt kann es sein, dass die Parabel gestreckt oder gestaucht ist. Auf jeden Fall ist sie nach unten geöffnet. Also setze ich erstmal an, y gleich a mal x Quadrat plus 10. Ja, warum plus 10? Weil der y-Achsenabschnitt bei der Parabel durch dieses absolute Glied angegeben wird. Und das a muss ich einsetzen, weil ich nicht weiß, wie die Parabel gestreckt, gestaucht oder nach unten oder nach oben erstmal gespiegelt ist. Ich weiß zwar, das a muss negativ sein, aber ich kenne die Zahlen nicht. Ja, des Weiteren weiß ich, dass die Parabel durch den Punkt, das hier ist also insgesamt 10 Meter, das ist also hier der Punkt minus 10 und das hier ist der Punkt plus 10 und dieses Stück hier ist 10 Meter und dieses Stück ist auch 10 Meter. Da muss man hier mit dem Minuszeichen aufpassen. Also das sind die Punkte und ich habe mir einfach den Punkt, ist egal, ja, ich habe mir den Punkt 10, 0 rausgesucht. Also habe ich 10, 0. 0 ist gleich, den setze ich jetzt in die Parabelgleichung ein, also für y 0, dann für das a, das bleibt stehen, für 10, 10 kann ich für das x einsetzen, also 100 a plus 10 gleich 0, das bedeutet a gleich minus 1 Zehntel und das ist also meine, ja, wenn ihr so wollt, meine Dachgleichung. Dachgleichung. So, mit dieser Dachgleichung muss ich jetzt in die Integralrechnung reingehen. Das Volumen der Halle, VH, besteht also aus Grundfläche, das ist die Vorderfront, mal der Höhe. Und die Vorderfront entspricht also einmal, ich scroll nochmal eben nach oben, die Vorderfront entspricht also einmal diesem Rechteck. Dieses Rechteck ist 10 mal 20 groß, plus der Fläche
von minus 10 bis plus 10 unterhalb der Parabel. Das ist also die Grundfläche, um die in die Volumenberechnung einzuschreiben. Das habe ich hier hingeschrieben und ihr seht mir das ein bitte nach, dass ich jetzt hier nicht Meter hingeschrieben habe. Das war mir einfach zu umständlich. Also 10 mal 20 ist das Rechteck plus das Integral bezüglich der Parabel minus 1 Zehntel x² plus 10 von minus 10 bis plus 10. Oder man kann auch aus Symmetriegründen von 0 bis 10 rechnen. Das ist dann rechentechnisch ein bisschen einfacher und das Integral dann mit 2 multiplizieren. Dann hätte ich also eine 2 vorschreiben müssen. Ich habe es jetzt so gemacht. Das seht ihr mir bitte nach. 10 mal 20 sind 200. Ihr seht, das läuft hier durch. Plus die Stammfunktion überprüfen wir mal. Wenn ich minus 1/30 mit 3 multipliziere, kriege ich minus 1 Zehntel mal x² plus 10. Das stimmt also mit dem hier oben überein. Dann habe ich hier, hier steht jetzt die obere Grenze, minus der unteren Grenze, 200 plus große Klammer auf. Ich muss jetzt hier minus 1/30 mal 10 hoch 3 gibt minus 1030 plus 10 mal 10. Minus, jetzt muss ich minus 10 einsetzen. Ihr seht, aus minus 1/30 mal minus 10 in Klammern hoch 3. Es gibt insgesamt plus 1030 und plus 10 mal minus 10 gibt minus 100. Da muss man sehr auf die Vorzeichen achten. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Sonst, wenn ihr einen Fehler entdeckt habt, dann schreibt ihn einfach als Posting bitte unter das Video drunter. Für die, die sich das noch anhören. Also habe ich 2. Jetzt habe ich ausgerechnet. Ich habe alle Klammern aufgelöst, fast alle Klammern. Plus 100 minus minus 100 gibt plus 200 und minus 1030 minus 1030 gibt minus 2030. Also 200 plus 200 sind 400 und 400 minus 2030 sind 400 minus 200 Drittel. Sind 1200 minus 200 Drittel, also 1000 Drittel gleich 333, ein Drittel. Und dann habe ich also das Volumen, das ist ja hier die Grundfläche, hier ihr seht, Grundfläche mal Höhe, ergibt 20.000 Kubikmeter. So, jetzt muss man noch einen. Jetzt schafft die Umwälzanlage 60 Kubikmeter pro Minute, also braucht sie 2000 durch 60 Minuten, 20.000 Kubikmeter durch 60, also 20.000 Kubikmeter durch 60 Kubikmeter pro Minute, jetzt habe ich es richtig, gibt 20.060 Minuten, das sind 1000 Drittel Minuten oder etwa 333 Minuten. Das möchte ich jetzt nicht in Tagestunden oder Jahre umrechnen, hatte ich keine Lust zu. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann klickt ihr mich vielleicht weiter an. Ihr könnt mich natürlich auch ins Abo nehmen. Ihr könnt mich auch auf meiner Homepage besuchen, www.raphael-biere.de. Und der Ausblick für das, was ich als nächstes vorhabe zu machen, ist Fläche zwischen zwei Graphen. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, das Abo kostet nur einen Klick. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, sage Tschüss und auf Wiedersehen.